Darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen? Das weltgrößte Genie. Ja, vielleicht bin ich ja so clever. Ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches erschaffen. Was denn? Naja, habt ihr euch schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht? Wahre Erinnerungen? Unsere Herzen sind voller Erinnerungen, aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Selbst wichtige Erinnerungen wandeln sich mit der Zeit. Sie zerren sich, verschwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns gerne erinnern würden. Ist das etwa, was mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerungen werden hässlicher, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahre Erinnerung finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergissmein nicht gebraut, der unsere wahren Erinnerungen zurückholt. Und hat es geklappt? Naja, das ist ja gerade das Problem. Als der Doktor am Trank knuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keinen Fehler. Ich muss mir den Trank nochmal ansehen, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Aber leider ist er weg. Sagt, hat ihn jemand geklaut? Das war sicher Sally. Na, check. Du musst sie finden und mir meinen Trank wiederbringen. Ich kümmere mich darum. Kann ich mitkommen? Komm zu. Ich möchte mehr über diese wahre Erinnerung erfahren, von denen der Doktor sprach. Hervorragend. Machen wir uns auf die Suche nach Sally. Schlüssel des Vorsehen halten, ne? Okay. Dann müssen wir zu Sally. Jetzt werden wir woanders rauskommen. Das ist halt auch ein bisschen komisch. Bildkarte. Da geht's zu Sally. Wir sind falsch gelaufen. Jetzt wieder am Anfang. Na gut. So, hier. Das ist mir einmal. Nee, Moment. Ich glaube, wir waren schon richtig. Bin ich wieder falsch gegangen? Hier. Rein. Die Karte zeigt. Um die Tür zu öffnen. So. Zu der Vorsehung. Wer bist du ja, Sally? Ich habe mir schon Sorgen gedacht, dass du hier bist. Wer sind deine Freunde? Sie interessieren sich für wahre Erinnerungen. Du hast den Trank, oder? Ja. Gibst du ihn uns wieder? Wenn du darauf bestehst. Aber ich habe Angst. Der Doktor hat nur daran gerochen. Schon sind die Herzlosen aufgetaucht. Was passiert, wenn jemand davon trinkt? Soll das ein Witz sein? Was könnte spannender sein? Ich mach mal Sorgen, Jack. Gibt es nicht eine andere Lösung? Irgendeine Idee, Jack? Mir fällt nichts ein. Mir schon. Ja, damit. Oh nein, der Trank. Okay.
Du schon wieder. Check. Wo bleiben deine Manieren? Ich helfe euch nur dabei, den Trank sinnvoll zu nutzen. Ihr sollt mir dankbar sein. Bereits nach einem Schnüffler taucht die Herzlosen auf. Was passiert wohl, wenn ich alles auf Ex trinke? Das wäre schaurig. Armer Check, gegen Ugi hast du keine Chance. Hillary Town wird Schmerz und Verzweiflung jenseits aller Albträume erleben. Schmerz und Verzweiflung? Ugi, du Monster. Los, Check. Wir müssen ihm nach. Schlüssel der Wahrheit. Okay. Dann müssen wir wieder am Anfang. War ich fast klar. Ich. Laufen wir halt den ganzen Weg nochmal. Ja, ich hatte schon sowas im Hinterkopf, dass wir gegen Ugi kämpfen müssen oder so. War das jetzt hier lang? Ne, es war oben rum. Sollte ich noch mal ein bisschen trainieren? Bin da immer so unsicher. Ey, stimmt, jetzt kann ich ja die Karte auch mit reinnehmen. So rum. Ja, soll's passen. Ja, sind noch 4 Punkte übrig. Da geht sich keine Karte aus. Als letzten. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen trainieren. Ein Level mehr oder weniger wäre schon nicht schlecht. Ja, egal. Trinken wir nochmal. Mal schauen. Ein Level sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Zumindest. In der Theorie sollte sich ein Level ausgehen. Das war nicht so toll. Gegner verstecken sich immer hinter mir. Legen wir ihn halt mit Omnischlag. Wenn ein Vorteil ist halt schon, wenn wir mehr Gegner bekämpfen, kriegen wir auch mehr Raumkarten. War leider keine Mokel-Punkte zum Ausgeben. Dagegen ist auch erledigt. Noch friedlicher Schatz. Ah, friedlicher Schatz ist dann auch praktisch. Gerade später im Spiel brauchen wir da weniger kämpfen. Oder müssen da weniger kämpfen. Und kriegen auch noch gute Karten. Da direkt bald getroffen. Augenwerfer. Ja,
Ich sollte auch irgendwann noch auf Kombinationen gehen. Das war du. So, sonst kein Gegner mehr auftauchen. Sehr schnell down. Wie gesagt, ein Level sollte sich vielleicht ausgehen. Mit etwas Glück. Naja, das war doof. Das ist hier nur die eine Seite. Ich auch einmal mit Schlüsselkarten bekämpfen. Gegner übrig. Gegner ist auch erledigt. Noch eine übrig? Nein, wie viel fehlt für ein Level Up? Erfahrung. Nächstes. Okay. Scheinbar noch sehr viel. Also, nicht ganz so viel. Ich habe das falsch gesehen. Ich dachte gerade, das wäre die insgesamt Erfahrung, die wir noch brauchen für die nächste Stufe. Nee, ab dem. Sobald wir so viel Erfahrung haben, kommen wir in die nächste Stufe. Das heißt, noch 200 Erfahrungen fehlen uns. Also zwei Kämpfe oder so. Dass sich der Raum nicht eigentlich auch ein bisschen verändert haben. Hier sind aber leider keine Kürbisse oder so. Leider. Nur ein großer offener Raum. Bräuchte ich eigentlich für eine Karte, um unser Asset zu ändern? Eine 8 oder höher. 8 oder höher. Ich glaube, ich mache es anders. Wir haben ja hier noch günstige Räume. Ich glaube, ich mache da einfach einen Fungi-Raum draus. Wenn ich jetzt Kühe fände.
die natürlich hier oben irgendwo ist wahrscheinlich. Ganz versteckt. Na, da kommen noch ein paar große Mokri-Punkte, die sind mehr wert. Ganz gut schauen. Hier. Nee, nicht hier, sondern hier unten. 4 oder höher. Ich habe eine 3. Von der anderen Seite muss es dann vielleicht eine 3 sein. 1. Okay. Wie gesagt, machen wir einen Fungi-Raum. Tauchen nur Fungis auf. Oder gar keine Gegner. Ich kann sagen, ist ein bisschen komisch. Ah ne, die muss man. Okay, wir müssen wirklich mit Magie arbeiten. Das ist dann doof. Da will nicht jede Art von Magie haben. Man kann die einfach so bekämpfen. War dumm. Okay, ja, war halt eine Raumverschwendung. Egal. War halt zum Ausprobieren. Ich möchte jetzt hier ändern. Oder höher. Ja, ich mache es einfach so. Normale Dunkelheit. Soll es erreichen. Ich sind zwar die Räume wieder ein bisschen kleiner, aber egal. Es sind halt auch nicht so viele Gegner hier. Nahrung ist ja trotzdem gegeben. Okay, fehlen uns nur noch ein kleines bisschen an Erfahrung. Auf der Seite Gegner. Lass dich von Cloud erledigen. Ja, ich gehe mal auf Kombination. Rutschattacke. Bitte auf weiße ganze Gegner zu und gib ihnen aus nächster Nähe Saurus. 3 Angriffskarten gleichen Typs. Gesamtwert 10 oder 10 bis 15. Dürfte ja nicht so schwierig sein. In ist 15. Ich meine, ja, wenn man viele niedrige Karten hat, die gemeinsam vielleicht 10er geben, wäre es nicht schlecht. Ich kann immer wieder einen Ortsangriff machen. Ja,
Man macht jeden mehr Schaden, durch den man rutscht. Eigentlich bräuchte ich ja nur zwei Simba drin im Deck. Werde ich auch wahrscheinlich noch umändern. Hey. Zeiten. Das erste Mal, dass ich mich doch nur wieder heilt. Haben wir noch sonst noch einen Gegner hier? Nee. Passt. Hier hast du. Hier nichts raus. Dann kümmern wir uns um Ugi. Er wartet ja immer noch auf uns. Hier hin und dann wie.